Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich in dieser süßen, kleinen, gemütlichen Welt vom Vulkanausbruch. Ja, wir hüsten hier uns und ein wenig voranschlagen, denn wir wollen hier einen Vulkan. Ja, Herr. Nee, nicht zum Leben erwecken. Da geht's schon wieder gut los. Einen Held attackiert. Nur Mut. Uiuiui, da geht's ja schon wieder sehr gut los. Ja. So, kommt ihr mal hierher und Drake, du gibst mal unseren Leuten schon mal ein besseres. Ach, guckt euch das an hier. Guckt euch das an, da geht ja schon wieder gut los hier. So, habt ihr die hier schon? Oh. Halt dich schon mal bitte. Gleich ist Salim sonst tot. Ja, natürlich ist er auch noch eiskalt gestorben, das gibt's ja nicht. So, aber den haben wir jetzt erledigt. Sehr gut. So, sind da noch welche oder was? Ach, da ist noch ein Trupp. Ach so. Ich dachte, wir hätten die schon vernichtet, aber nein, die sind noch da. Das gibt's ja nicht. Ja gut, dann müssen wir uns die noch kurz vom Leib schaffen. Wir müssen uns noch kurz entledigen, derer. Okay. Ja, also wir gehen so ganz langsam den Weg voran. Den Weg voran Richtung der Schwefelminen. Und ich bin gespannt, ob hier noch welche kommen. Eigentlich müssten wir jetzt so langsam angekommen sein. Das sieht doch ganz gut aus. Sehr schön. Haben wir es geschafft. Sehr gut, sind wir erstmal da. Ja, wir brauchen ja 15.000 Schwefel, den wir bei gewissen Herrschaften abgeben sollen. Nämlich Erek und, ach guck mal, hier ist ja auch mehr als genügend Schwefel. Und wir sollten schon mal den ersten Schacht hier aufmachen. Ja, also hier in einem Vulkangebiet Schwefel suchen, das ist, ihr kennt das ja, ist alles ganz entspannt. So, wir haben auch noch ein paar Aufträge hier, ne, also das haben wir schon erledigt. Das haben wir auch erledigt. Und das haben wir auch erledigt. Ich glaube, das war's auch. Viel mehr haben wir gar nicht mehr an Nebenaufträgen, ne. Die Schwefelminen und Schwefellieferung. Jo, okay. Errichtet darauf Schwefelminen. Ja, das kriege ich hin. Das ist jetzt nicht das große Problem. Okay. Läuft. So, dann brauche ich hier, was haben wir hier? Hier haben wir noch Leibeigene, ne? Mhm. Da habe ich hier einen ganzen Haufen, ne? War mir doch so. Okay, dann könnt ihr nämlich schon mal hier den Schacht euch holen. Ja, mein Herr. Ihr guckt mal, wo es hier noch weitergeht. Hier geht es aber, glaube ich, nicht so großartig mehr weit weg. Nee, hier ist die Karte auch zu Ende. Aber es geht hier den Weg hoch. Das heißt, wir laufen mal hier rüber und schauen mal, was es dort dann so noch zu holen gibt. So, wenn ich die Mine hier hinlege, gehen dann beide Schächte auf? Ja, geil. Perfekt. Genauso wollen wir es haben. Super dupi. Supi dupi. Sehr cool. Ja, also wir wollen natürlich heute versuchen, so schnell wie möglich uns hier weiter aufzubauen und das hier alles jetzt hinzukriegen und diese kack 15.000 Schwefel zusammenzuschustern, die wir brauchen. Laboratorium haben wir ja schon, hier Marktplatz handelt auch uns fröhlich. Ich glaube, handeln wir uns auch Schwefel ein, ne? Meine ich, wenn ich mich nicht irre. Zitadelle haben wir auch schon, also rohstofftechnisch sieht das auch ganz schön aus. Wir haben auch eine ganze Menge Stein, wir bräuchten vielleicht noch unsere Hochschule. Wo habe ich die gebaut? Ich weiß das gerade nicht. Ich weiß das gerade nicht mehr. Ist schon wieder ein bisschen her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Deswegen, falls ihr euch wundert, dass ich hier so rumstrolche und nichts finde, das liegt dann einfach daran, dass ich nicht Bescheid weiß, wo was ist. Jo, ist ja eigentlich auch völlig logisch, ne? So, dann Sägewerk können wir dann gleich ausbauen, sobald ich dann hier den Flaschenzug entwickelt habe. Du hast nichts mehr. Dann kannst du hier rüber gehen, ein bisschen Schwefel hacken. Schwefel kloppen. So, ihr kommt gerade an. Sehr gut, sehr nett. Hier ist ein Einsiedler. Mit dem kann ich aber nicht viel machen im Moment. Okay. Oh, da ist noch die Kiste. Oh, da muss ich. Oh, die muss ich mir noch schnappen hier. Kiste. Kiste nehmen wir natürlich mit. Und nicht, dass hier noch irgendwelche anderen Kisten liegen bleiben, die ich nicht aufmache. Das wäre ja ärgerlich. Nö, die habe ich alle gefunden, ne? Alles hier gefunden. Sehr schön, ansonsten nochmal alles. Sehr gut. Kann Dario da die Kiste weiter aufschnackeln? Aufschnackeln. Oh, der Handel wurde abgeschlossen. Jetzt haben wir 16.000 Schwefel. Jo, geil. So, haben wir schon. Alles, was wir brauchen. Was machen wir denn jetzt? Jetzt könnte ich mir theoretisch nochmal hier ein bisschen was gönnen. Ich könnte mir Holz gönnen. Leider war nichts drin, das war ja klar. Ich könnte mir ein paar Taler gönnen. Das
kostet mich ein bisschen mehr dann noch. Also Holz wäre tatsächlich am günstigsten. Ja, weil ich von Holz auch sonst nicht viel habe. Ach komm, meine Güte, was brauchen wir denn? Und sollen werden gezahlt. Brauchen wir hier ein paar Talerchens? Komm, geben wir 1000 Schwefel für 2000 Taler aus. Hier, komm. Man weiß ja nie, was uns noch alles erwartet. Und deswegen sollten wir damit schon zeitig anfangen. 8000 Schwefel sind aber auch nur drin. Es sind nur 8000 Schwefel drin. So viel ist das nicht. So viel ist das nicht. So, geht es hier zu Erek? Könnte sein, ne, dass das der Weg ist zu Erek. Boah, obwohl. Oh, gute Frage. Keine Ahnung, wo das hinführt. Wir werden es gleich rausfinden. Wir laufen jetzt mal hier lang. Dafür sind wir und genau werden das Ganze mal analysieren, wo der Weg hinführt. Weil vielleicht können wir dann jetzt in dieser Folge die Mission schon beenden. Ich meine, 15.000 Schwefel haben wir ja jetzt. Schon mal ganz geil. Natürlich. So, natürlich. So, kommen mal alle her, Kollegen. Wo ist der Rest? Wir sind noch alle unterwegs. Okay. Ja, hier die Grube ist ja eh schon leer gegangen. Was ist mit dem Ding? Wie viel sind da? Ach Gott, 8.000. Das ist ja noch. Ist ja noch ewig viel. Hier sind auch noch 8.000 drin. Hier sind noch 10.000 drin. Ach du Heiliger. Ja gut, das wird dieses Leben nicht mehr leer. Das wird in diesem Leben nicht mehr leer. So, die letzte ist gleich fertig von den Schwefelgruben. Dann haben wir alle drei und dann sagen sie bestimmt, oh, jetzt wird es bestimmt einfach, die 15.000 Schwefel zusammenzuklammern. So, und es ist einfach nur ein, irgendwie hier, juhu, geschafft oder was? Ach, naja, mein Gott. Meine Güte. Alle Bauernhöfe sind mach belegt. Doch nicht so ein Drama hier. So, wir laufen mal weiter. Jawohl. Wie lang? Wahrscheinlich geht es tatsächlich hier direkt zu Erek in 1. Ja. Oh, guckt mal. Ja. Hier ist der Lavastrom lang geflossen. Sofort. Oh, wie. Es ist Zeit. Da sehe ich doch. Ach, guck mal, einen Siedlungsplatz sehe ich da auch. Ach, und ein Wanderer steht hier rum. Na, komm, mit dir rede ich doch mal. Dieser Vulkan bringt mich noch um. Ich glaube, ich werde mich hier bald aus dem Staub machen. Nach jedem Erdbeben muss ich mein Haus wieder aufbauen. Ich sollte mir eine andere Stelle für mein Haus suchen. Ausrufezeichen. Jo. Gut. Sollen wir dir irgendwie helfen oder so? Ich meine, ich kann dir bestimmt was Tolles anbieten hier. Sofort. Geiles Häuschen. Also ich habe da echt coole Sachen, ne? Also so ja nur nicht. So, hier noch ein Häuschen hin. Joa. Jo, ist schön hier. Siedlungsplatz. Nett. Das ist doch nett. Jawohl. Das kann man doch so stehen lassen. So, hier machen wir nochmal eine Falle hin. Die Falle ist auf. Dass wir hier auch alle haben. Jawohl. Nee, Salem, die Falle ist nicht aufgestellt. Was machst du denn? Die Falle ist aufgestellt. Die Falle ist aufgestellt. So, hier geht's nicht weiter. Das ist ja nun mal doof. Das ist ja nun mal doof. Wie kommen wir denn dann zu Erek rüber? Dafür sind wir genau die Richtigen. Ja, mein Herr. Hilft uns da irgendjemand weiter oder was war da los? Wird gemacht. Ich meine, ich habe 15.000 Schwefel. Dann sprecht mit ihm. Ja, wie denn? Ja, wie denn? So gut ich kann. Ja, da geht's nicht hin. Keine Ahnung, wie wir das machen wollen, aber wird jetzt gerade etwas schwierig. Komm, dann lass mal die beiden hier stehen. Ich tue mein Bestes. Als Wachposten. Ach, okay, ich weiß Bescheid. Ja, gut. Ja. Ja. Wir müssen hier eine Brücke bauen. Okay, das erklärt natürlich wiederum einiges. Architektin Stube. Die brauchen wir hier nun mal. Oder nee, wir bauen erstmal das Dorfzentrum. Und dann haben wir noch einen Kollegen hier. Der kann uns hier noch das letzte Wohnhaus bauen. Hierhin, meinetwegen. Irgendwo da, dass es passt. So, dann sieht das doch eigentlich echt gar nicht mehr so verkehrt aus. Also so viel ist dann ja nicht mehr, was wir erledigen müssen, ne? Auf jeden Fall. Ihr bleibt mal hier. Eure Wunsch ist mir Befehl. Ja. Ihr bleibt mal alle hier stehen. Ja. Wird gemacht. Dass wir hier gesichert sind und Jawohl. Ja, im Notfall noch ein paar Einheiten ausheben können. Ich habe sowieso noch nicht hier, ne? Schießplatz und so habe ich, aber noch keine Kaserne.
Das sollten wir eigentlich auch mal ändern hier, weil eine Kaserne ist, sollte ich für den schlimmsten Fall noch irgendwie einrichten hier. Dass wir irgendwie im Notfall noch ein paar Truppen rekrutieren können. Haben wir denn hier keinen Leibeigenen in der Nähe, der hier uns irgendwie ein bisschen helfen kann? Hier sind welche. So, was könnt ihr machen? Ihr könnt hier was bauen, könnt ihr hier einen Stall bauen. Das wäre geil. Natürlich können sie das. Das ist doch schon mal schön und nobel. So gehört sich das. So gehört sich das. So, dann können wir auch hier gleich die Forschung ausgeben. Und Steinmütze, soll ich die auch ausbauen? Ja, komm, ja, wir brauchen es doch. Wir haben es doch nötig. Wie wäre es, wenn ich habe Hunger? Mhm. Aber alle Bauernhöfe sind schon voll. Ja, ich kann ich aber auch nichts für. Feierabend machen. Ich würde euch ja gerne was bauen, aber kann ich nicht. Wird erledigt. Kann ich nicht. Ist kein Platz hier. So, wir brauchen bald sowieso mehr die Steine. Ach, Mensch, für die Brücke. Ach Gottchen. So, was können wir denn jetzt noch hier? Leben können wir uns ertauschen. Guck mal, wir haben schon wieder voll viel Schwefel über. Kann ich schon wieder 1500 Schwefel wegtauschen. Geil. Wenn wir was haben, das haben wir, ne? So, Ari steht noch bei uns im Dorfe. Die passt auf. Seid ihr bald mal da? Uiuiui, das ist auch echt ein weiter Weg. Gut, dass ich das erst baue und dann die Architektenstube, weil sonst bis die Architekten von hier am Arm der Welt da endlich mal angekommen sind. Das kann ein paar Jahrhunderte dauern. Das kann eine Weile dauern. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Ja? Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Ich weiß. Du solltest eigentlich auf der Baustelle rumwerkeln. Hast aber bislang verpennt, Kollege, ne? Wir wissen Bescheid. Wir wissen Bescheid. So, dann baue ich das Ding noch gleich mal aus hier, wenn wir schon dabei sind. Das Ding können wir auch nochmal erforschen. Und Steine habe ich ja echt genügend hier. Das ist ja, das läuft ja richtig schnuckelig hier. 3000 Steinchen habe ich noch. Also alles richtig entspannt. Gut, ich habe jetzt nicht im Moment alles voll veredelt, aber das kann ja noch kommen. So, fertig. Sehr gut. Können wir gleich noch einen fetten Handel machen mit Steinen. Dann wollen wir uns ein bisschen Stein ertauschen. Können wir ganz, ganz geschmeidig dann einrichten. Hier gefällt es mir. So, 4300. Ach komm, ey. Wir haben ja genügend. 1500 Schwefel können sie veredeln. Süß. Ist ja noch nicht so das Highlight. 1500 Schwefel, ist ja Wahnsinn. Das ist ja echt Wahnsinn. Fertig. So. Ein Brückenarchitekt beginnt mit der Arbeit. Geht ihr auch hier rüber zum Schwefelhacken und ihr Bäume fällen. So. Gut, das ist dann die Brücke, damit wir zu Erek rüberkommen, würde ich mal vermuten. Und dann müssen wir Erek 15.000 Schwefel geben und dann ist, glaube ich, alles paletti. Dann sollten wir die Folge auch damit, nicht nur die Folge, sondern die ganze Mission dann damit auch geschafft haben. Das wäre doch sehr, sehr, sehr schnieke. Sehr angenehm, um das mal anders auszudrücken. So, Forschung abgeschlossen. Oh, ey, guck mal, die sind auch schon wieder fertig hier. Zack, dann gehen wir gleich die nächste Forschung rein. Hier, glühendes Geschoss geht auch. Können wir auch gleich machen. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie. Auch noch. Das hier können wir auch gleich neu erforschen. Dann können wir hier. Oh, das kostet ja 300 Steine. Uiuiuiui, das ist ja teuer. Naja, gut. Naja, gut. So, guck mal, wir haben kein Leben. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Wir haben kein Leben. Ich forsche jetzt erstmal nochmal alles, was ich hier irgendwie forschen kann. Nämlich zum Beispiel das Ding. Dann. Geschafft. Ah, schon wieder eine Forschung abgeschlossen. Das könnte hier sein. Jo, dann können wir hier das hier erforschen. Ich gehe jetzt voll in die Forschung rein. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Das seht ihr ja gerade selber hier. Ach, guck mal, das muss ich auch noch ausbauen. Oh, Handel bestätigt. Jo, dann holen wir uns noch ein paar Steinchen. Für... ja, bisschen Leben. Hab ich mir gerade ertauscht. Tausche ich gleich wieder weg. So, Hufbeschläge. Webstuhl. Das dauert noch. Ich kann gerade eh nichts Besseres machen, also von daher. Oder ist das Ding schon fertig? Oh, doch, das Konstrukt ist tatsächlich sogar schon fertig. Da können wir eigentlich schon
Das können wir eigentlich dann schon gleich machen. So, das ist auch schon wieder geschafft, der Handel. Eureka! Au, jetzt habe ich aber keinen Eisenbonus mehr. Das ist ja doof. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Es ist Zahltag. Okay. Es gibt nicht genug zu essen. Okay, ist ja gut. Wo seid ihr denn? Ach, hier. So. Nö. Nur zwei Leute, der Rest macht das nicht. Na, natürlich Jawohl. Nicht. Weil zu viele Leute, die arbeiten, das könnte ja die Motivation verstören, oder? Das könnte ja Probleme geben. Wenn zu viele Leute arbeiten, ist das nicht gut für die Gesellschaft. So, da machen wir auch noch mal ein bisschen. Dann können wir hier noch mal die Pikiniere erforschen. Dann können wir hier gleich ausbauen. Ja, pling, 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 pling. Oh, ja, geht's ja aber richtig ab hier jetzt. Guckt euch das an, was da an Forschung los ist. Pang, 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 pang. Ich habe ja auch genügend Rohstoffe, also von daher, warum sollte ich das nicht auch tun? Ne? Wenn wir die Chance haben, sollte man sich die nicht entgehen lassen. Fertig, Meister. Fertig, sehr gut. Dann schaut mal hier rüber, was uns hier erwartet. Eigentlich sollte uns hier nicht viel erwarten. Hier, schnappt euch den Baum. Und wir müssen eigentlich bis zu Erek direkt hochkommen können. Unter normalen Umständen. Da steht noch ein Einsiedler rum. Mit dem kann ich aber nicht quatschen. Schade. Schade. Aber ansonsten habe ich alle Aufträge geschafft, ne? Ja. Ausbau fertig. Ja, gut. Also Ausbau fertig. Hier. Zack. Bumm. Warte hier. Das dauert noch. Hier ist der Ausbau fertig. Jo. Können wir das hier erforschen? Ach, gucke mal, da sind wir schon. Sind wir schon angekommen. Sehr schön, ein Wohnhaus. Jo, das dauert noch. Hier können wir noch die Botkin-Pfeile erforschen. Das hier, meine Güte, können wir uns noch ein bisschen Eisen holen. Oder müssen wir eigentlich nur noch 15.000 Schwefel abgeben? Ja, haben wir schon so gut wie geschafft alles hier. So gut wie erledigt. So, und die noch erforschen. Es gibt ja alles Punkte. Wir müssen ja hier mit den Punkten auskommen. So, das kann ich auch gleich ausbauen hier noch, die Garnison. Und dann können wir hier gleich noch eine weitere Forschung, einen Angriff nehmen. Eure Gelehrten. Wie die Bogenschützen. Mensch, das ist aber ein ganz schön langer Weg hier. Das erinnert mich irgendwie an so eine andere Mission. Also so ein bisschen. Irgendwo war es die Haupt- oder war es Nebereich? Nee, es war noch die Hauptkampagne, glaube ich. Ne? Die allererste. Wo hier so mehrere Verteidigungsringe um die Burg waren und dann man so langsam aber sicher da hochgehen musste. So, Erek. Hallöchen. Der Schwefel wird uns retten. Damit können wir die Pläne für das Wetterkraftwerk bezahlen. Jo, 15.000 Schwefel. Hab Dank, mein Freund. Juhu! Endlich haben wir die Pläne für das Wetterkraftwerk. Baut bitte ein Kraftwerk, damit wir es regnen lassen können. Das sollte den Vulkan abkühlen. Das Gebäude ist okay. So, machen wir doch. Instant. Wird wie? Müssen wir doch erst forschen oder was? Och Mann, jetzt müssen wir doch erst forschen? Das gibt's auch wohl nicht. Das gibt's ja wohl nicht. Ja, dann macht Hinne da. Dann macht mal Hinne. Weil ich habe eigentlich gedacht, jetzt wäre die Mission gleich vorbei, aber ist wohl nicht. So, was können wir hier noch erforschen? Noch ein bisschen mehr. Was geben wir denn für aus? Ach komm, jetzt haben wir genügend. Dann machen wir hier noch weiter mit den hier. Ach, das dauert noch. Ja, ich bin jetzt echt sehr, ihr seht ja gerade, ich bin ja echt, ich prasse jetzt mit den Rohstoffen hier, ja? Ihr seid ja wahrscheinlich jetzt schon so verwirrt, was ich hier alles anstelle, dass ich so viel Zeugs hier ausgebe. Unglaublich, ne? So, sehr geil. Wo waren die alle, die Leibeigenen? Forschung abgeschlossen. Hier sind sie alle. So. Es fehlt Schwefel. Nein, das ist nicht euer Ernst, es fehlt Schwefel? Seit wann brauchen wir verdammten Schwefel? Oh, habe ich echt zu viel Schwefel ausgegeben? Da gibt's ja nicht. Na gut, kommt her. Kommt. Ein bisschen noch. Wir haben so viele Bergwerke, die das hinkriegen. Ja, bitte. Nein, ach, geht doch. Will schon sagen, ey, das kann ja wohl nicht sein sonst. Ein Auftrag hat sich geändert. Stoppt den Vulkan! Errichtet ein Wetterkraftwerk und lasst es regnen. Sehr gut. Fertig, Meister. So, was haben wir hier noch? Da wird noch geforscht.
Hier ist alles erforscht. Hier können wir noch forschen. Mensch, wir haben echt nicht wahnsinnig viel Schwefel. Das stelle ich tatsächlich so fest. Das ist ja echt interessant. Ist ja lustig, dass wir kaum Schwefel haben. So, dann Wetterkraftwerk. Hier, bitteschön. Zack, zack, zack. Arbeiten, Leute. Bauen wir gleich 3 davon, damit der Wetterturm schnell aktiviert wird, weil wir sind schon über der Zeit. Aber ich möchte das jetzt noch schaffen, weil das ist, ja. Da brauchen wir jetzt nicht so viel Pipifax-Zeugs. Außer danach kommt noch irgendwas anderes mit einer Quest oder so, aber eigentlich sollte da ja nichts passieren. Einige Siedler haben keinen Platz zum Leben. Die machen wir auch noch. Es gibt nicht und genug zu hier essen. Bauen wir auch noch eins hin. Dann sollten wir so langsam eigentlich dann auch genügend Leute da haben, die dann hier werkeln können. Kein freies Bett finden. Wozu bezahle ich meine Steuern? Naja, weiß ich nicht. Damit es nicht regnet. Ich hab getan, was ihr wollt. So, machen wir noch ein 4. hier. Können wir jetzt richtig. Also das sollte jetzt aber richtig fix gehen, dann. Wenn die hier gleich alle arbeiten, dann muss er pum, 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 pum gehen. Was würde ich jetzt guck mal, die sind schon fertig. Die können schon nicht mehr, die Schlaffis hier. Gibt's ja wohl nicht. Na komm, dann bauen wir hier euch noch einen Bauernhof hin. All eure Wohnhäuser sind gelegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Ja, macht mal hinne hier. Es gibt nicht genug zu essen. Macht mal hinne. Gibt's ja nicht. Jetzt stehen die hier erstmal dumm rum, oder wie? Ich kann Überstunden machen, wenn ich will. Ja, das wird ihnen nicht schmecken, füllt jedoch unsere Kammern. Oder eigentlich auch nicht, weil... Nur das Problem war immer mit diesem Überstundenknopf, das hatte so ein paar kleine Nachteile. Natürlich. Denn manchmal ist das Spiel dann abgestürzt. Das einige will ich natürlich nicht unbedingt. Hui, da sind aber viele Windflügel, die hier rumflügeln. Alle Bauernhöfe sind belegt. Ah, da können wir zumindest noch alles erforschen hier. Alles können wir dann erforschen noch. So, da können wir nämlich auch die Scharfschützen noch upgraden. Das mache ich ja sonst nie. Aber heute bringen wir das mal hier. Und das Fährtenlesen habe ich auch noch nicht erforscht. Da habe ich alles. Okay. Chemie habe ich auch noch nicht erforscht. Drechsel muss ich noch erforschen. Und... ja, fast. Fast haben wir alles. Na kommt, Leute. Bisschen schneller geht's ja wohl noch, oder? Einige Siedler. Kann doch nie sein, ey. Ich habe hier 4 von diesen Kack-Kraftwerken und ich krieg's trotzdem nicht geschissen, diesen Turm hier schnell mal fertig zu machen. Geschafft. Leute, ist doch nicht euer Ernst. Was würde ich jetzt geben für ein warmes, gemütliches Bett. Ja, ja. Nee, nee, ist keins mehr frei. So, komm, hier. Wir bauen das auch direkt aus. Das Häusle. Dass ihr noch ein bisschen schneller arbeitet, Leute. Bitte, ey. Ich will hier keine halben Stundenfolge machen. Freunde, so, kommt zu mir. Ich ruf noch mal ein paar Leute. Ich bin heute so ein bisschen, ne? Auf Speed irgendwie. Ich habe überhaupt keine Drogen genommen. Aber, ist egal. Wir haben es bald geschafft hier. Dann wird es regnen und dann läuft das schon. Fertig, ist aber echt irgendwie krass, dass die wirklich so lahmarschig natürlich sind, was das Bauen ja, also nicht das Bauen, sondern... Ach, ihr gucke mal! Nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Ausbau abgeschlossen. Sind jetzt alle von den Minenarbeitern reingegangen. Wie frech! Was soll das denn? Was wollen die ganzen Minenleute da? Ein schöner Ort, um tätig zu sein. Ja, dann lass es bitte mal fertig machen hier. Jetzt mal endlich Regen machen können. Guck mal, jetzt schnurrt es doch ein wenig. Jetzt schnurrt es voran. Jetzt aber, na bitte. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? So. Man hat euch mit einer neuen Aufgabe betraut. Okay. Ihr habt nicht fertig. Wohnhäuser wir haben es erfüllt. Yay, wir haben es geschafft. Juhu. Oh, das war aber eine schöne Karte. Hat mir sehr gefallen. War schön ruhig. 53 Gebäude, 11 Bauernhöfe, 16 Wohnhäuser, 19 Arbeitsplätze. Ach, guck mal hier, Soldaten. Als wir da gekämpft haben, da ging es dann echt runter. Motivation war bei 100 Leibeigene. Haben wir 30 gehabt, 107 Arbeiter. Uiuiui. Joa, Rohstoffe, Lehm, okay. Eisen, hier sehen wir, haben wir am Ende noch geforscht. Haben wir eigentlich nie gebraucht. Talerchens. Steine. Ha, der Handel und dann das Ausgabenrepertoire und hier das Holz haben wir auch nochmal, das stimmt, da haben wir erst weggetauscht, ne, damit wir den Schwefel gekriegt haben, ja. 3 Gebäude kaputt gemacht, 105 Einheiten vernichtet, Alter, waren das so viele? Krass, ey, doch so viele waren und 13 haben wir verloren. Auch ein bisschen was. Jo, das war's für heute.
haben wir es geschafft. Super, innerhalb von 25 Minuten die Folge abgeschlossen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit einer neuen Karte wieder. Ich weiß auch schon, welches sein wird, denn es gab da einen Wunsch. Und den werde ich natürlich erfüllen. Und ja, dann hoffe ich, ihr seid dabei. Wir sehen uns.